Guten Tag, mein Name ist Henning Heuer. Ich bin AWEBE Anbauberater und bin hier in meiner Funktion hauptsächlich dafür zuständig, bei der AWEBE-Tochter Averis die Pflanzkartoffelversorgung sicherzustellen und Pflanzkartoffelversorgung zu betreuen. Ich möchte Ihnen hier heute die Averis-Sorten, die im KPW-Gebiet gängig sind, vorstellen und möchte gerne mit der Sorte Avatar beginnen. Avatar ist eine relativ neue Sorte, eine mittelspäte Sorte mit einer hohen Stärkeleistung, vergleichbar mit momentanen Standardsorten Aktion zum Beispiel. Ihre Besonderheit ist ein relativ geringer Knollenansatz, was wir durchweg als Vorteil bewerten, da wir gerade in Zeiten von nicht vorhandenen Wintern eine verlustarme Erde mit wenig Knollen pro Knollennest sehr gut hinbekommen können. Zum Thema Düngung ist die Sorte Avatar eine Sorte, die ca. 150 bis 160 kg Stickstoff inklusive Elmin benötigt und roundabout 200 kg Kali. Thema Krautfäule. Bei der Krautfäule hat Avatar keine übermäßige Empfindlichkeit, aber nichtsdestotrotz empfehlen wir ein konsequentes Fungizidmanagement, um den Ertrag auch sicher abzusichern. Resistenzen. Im Bereich der Resistenzen ist Avatar natürlich wie alle anderen Averis-Sorten, die momentan im Anbau sind, vollständig resistent im Bereich Nematoden, vollständig resistent im Bereich Krebs. Ernte und Einlagerung. Avatar ist eine Sorte, die relativ früh große Knollen macht. Grundsätzlich wäre sie auch für eine Frührodung geeignet, obwohl sie als mittelspät eingestuft ist. Wir empfehlen Avatar tendenziell nicht für die Langzeitlagerung, sondern eher für die Frischrodung und Ablieferung oder für eine kurze Lagerperiode. Im Fazit kann man sagen, dass Avatar eine Sorte ist, die das Sortenspektrum sehr gut ergänzt, hat einen ähnlich hohen Stärkeertrag wie bisherige Standardsorten, geht aber eher den Tendenz über etwas weniger Mengenertrag, aber etwas mehr Stärkeprozente. Die reduzierte Knollenzahl bei Avatar sehen wir als Vorteil, da wir dadurch die Flächen sehr gut geräumt kriegen und verlustarm ernten können. Kommen wir jetzt zum Voxi-Sortiment. Mit der Sorte Henriette, die ich jetzt vorstellen möchte, haben wir unsere alte große Voxi-Sorte. Henriette zeichnet sich durch ein sehr hohes Ertragspotenzial aus, was sie idealerweise auf Beregnungsstandorten sehr gut ausschöpfen kann. Im Bereich der Düngung empfehlen wir bei Henriette 150 bis 160 kg Stickstoff inklusive Bodenvorrat und 200 kg Kali. Was die Krautfäule angeht, ist Henriette eine sehr empfindliche Sorte gegenüber Kraut- und Knollenfäule, sodass hier ein konsequentes und vorbeugendes Fungizidmanagement unabdingbar ist. Im Bereich der Resistenzen weist Henriette eine Roh-1-Resistenz auf und hat sonst keine weiteren Resistenzen. Bei der Ernte und Lagerung ist bei der Henriette zu beachten, dass Henriette zwar eine grundsätzlich gute Lagereignung hat, dafür ist es aber unabdingbar, dass die Sorte konsequent vor der Ernte abgetötet wird und schalenfest ist. Die Lagereignung erhöht sich dadurch enorm, wenn man sie unter trockenen Bedingungen rodet oder nach der Ernte relativ schnell im Lager oder Miete trocken bekommt. Eine konsequente Lagerkontrolle bzw. Mietenkontrolle ist bei der Sorte unabdingbar, um eventuelle Qualitätsveränderungen schnell zu merken. Im Fazit kann man sagen, Henriette ist eine Sorte mit hohem Ertragspotenzial, die bei einem konsequenten Fungizidmanagement auch eine gute Lagereignung aufweisen kann. Kommen wir nun zur Sorte Aktion. Aktion ist eine bereits sehr gut im Markt eingeführte Sorte. Sie kombiniert eine sehr hohe Stärkeleistung mit allen vorhandenen Resistenzen, die man braucht im Bereich Nematoden und Krebs. Aktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr geringe Ansprüche an den Boden und an ihre Umgebung hat. Im Bereich der Düngung empfehlen wir aufgrund von jahrelangen Tests mittlerweile nur noch 120 kg Stickstoff pro Hektar inklusive Elmin. Bei Kali streben wir ebenfalls eine Empfehlung von 200 kg den Hektar an. Im Bereich der Krautfäule weist Aktion auch keine übernormale Empfindlichkeit auf, aber auch hier empfehlen wir ein konsequentes Fungizidmanagement, um die Ertragsleistung abzusichern. Bei den Resistenzen habe ich ja bereits erwähnt, dass sie vollumfänglich im Bereich Pallida und rohen Nematoden vorhanden sind und die Krebsresistenz ebenfalls vollständig gegeben ist. Im Bereich der Ernte und Lagerung ist zu beachten, Aktion ist grundsätzlich grünrodefähig und das zu jeder Gegebenheit. Dabei gilt es aber im Vorfeld vor der Ernte den Stärkegehalt zu messen, da es sein kann, wenn Aktion in einer Zuwachsphase war, gerade in dem Moment die Stärkewerte relativ gering sind.
Dieses gilt ebenfalls für das Abtöten, dass man vom Abtöten definitiv Stärke misst, um zu wissen, wie die Stärkeprozente im Feld sind. Aktion hat eine grundsätzlich gute Lagereignung und eignet sich prima für die Langzeitlagerung. Im Fazit kann man sagen, dass Aktion im Gesamtpaket überzeugt. Ein hoher Stärkeertrag, den sie über hohe Menge mit durchschnittlichen Stärkenprozenten kombiniert, kombinieren wir insgesamt mit einer guten Nährstoffaneignungsvermögen, wobei hier definitiv darauf zu achten ist, dass unkontrollierte Nährstoffnachlieferungen zu vermeiden sind. Aktion bringt eine sehr gute Trockenstabilität mit sich und das kombiniert mit allen Resistenzen. Das macht diese Sorte aus. Kommen wir nun zur Voxi-Sorte Kali. Mit der Sorte Kali runden wir das Voxi-Sortiment rund um die Hauptsorte Henriette mit einer neuen, breitnematodenresistenten Sorte ab. Bei der Sorte Kali empfehlen wir im Bereich der Stickstoffdüngung 150 bis 160 Kilogramm N inklusive N-Min. Als Kali-Richtwert sagen wir 200 Kilogramm den Hektar. Im Bereich der Krautfäule scheint Kali eine ganze Ecke stabiler zu sein, als es Henriette ist. Nichtsdestotrotz empfehlen wir auch hier ein konsequentes und vorbeugendes Fungizidmanagement. Im Bereich der Resistenzen weist Kali, wie eben schon erwähnt, eine sehr breite Resistenz auf und hat eine vollständige Roh- und Pallida-Resistenz. Im Bereich der Ernte und Lagerung gehen wir grundsätzlich davon aus, dass Kali auch lagerstabiler zu sein scheint, als es Henriette ist. Wobei wir auch hier ganz klar empfehlen, konsequentes Abtöten und eine trockene Ernte bzw. schnelle Abtrocknung der Ernteware. Und Lagerkontrollen gehören auch hier zur Abrundung des Managements. Als Fazit kann man hier sagen, mit Kali werten wir das Voxi-Sortiment auf. Kali bietet einen ähnlich hohen Ertrag wie Henriette, tendenziell etwas höher, hat aber durchweg höhere Stärkeprozente, als es Henriette hat. Und das Ganze kombinieren wir mit einer sehr hohen Resistenz gegenüber Roh- und Pallida-Nematoden. Abschließend möchte ich jetzt hier noch sagen, dass wenn Fragen sind, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.